liebenswürdige Begrüßung. Ganz offenkundig haben die Veranstalter dieses Neujahrsempfangs an meine Mitwirkung vor 6 Jahren eine ähnlich gute Erinnerung wie ich selber auch. Deswegen ist es mir auch nicht schwer gefallen, die Anfrage, ob ich heute wieder dabei sein wollte, positiv zu beantworten, zumal mir klar war, dass ich, wenn ich hier irgendwo sonst ohnehin gewesen wäre, und als dann die Einladung kam, habe ich gedacht, nichts wie Zusagen, das stellt schon mal sicher, dass dieser Sonntagvormittag ganz sicher ähnlich schön werden wird wie der vor 6 Jahren. Dass Neujahrsempfänge so beliebt sind, dieser hier auch, hängt sicher nicht nur damit zusammen, dass es in aller Regel gemütlichere Veranstaltungen sind als Parteitage oder Gewerkschaftskongresse oder Zahnarzttermine. Jeder verlässt sich darauf. Da kommen viele nette Menschen zusammen und man ist in einer vergleichsweise lockeren Atmosphäre beieinander, um sich gute Wünsche für das neue Jahr auszutauschen und ein bisschen zu überlegen, was haben wir vor uns, was haben wir vielleicht auch schon hinter uns, worauf müssen wir uns einstellen. Sondern es gibt, glaube ich, auch so ein Bedürfnis, an bestimmten Stellen im Jahresablauf sich nicht nur mit den alltäglichen Routineanforderungen auseinanderzusetzen, sondern mit eher prinzipiellen Fragen. Das ist ja dann auch eine nicht zufällig bei runden Geburtstagen oder Firmen- oder Vereinsjubiläen zu beobachtende Erwartungshaltung, sich mit der Frage zu beschäftigen, wo kommen wir eigentlich her und wo wollen wir eigentlich hin?